So, hallo. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung. Ich habe vorher die letzte Aufnahmesitzung beendet und puff, war da so ein komischer Typi vor mir. Und da ist er wieder. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich denke ja. So, ich denke, wir düsen mal auf ihn zu und schau mal. Tschüss. Was ich halt so witzig finde, ist, die droppen nichts. Normalerweise sollten die Mobs eigentlich was droppen. Die tun es aber gerade nicht und ich weiß noch nicht so genau warum. So, wir sind ja wieder hier unten. Und wir sind wieder hier unten und ich wollte, glaube ich, hier. Ups. Ups. Ich sollte nicht in die Lava hüpfen. Wollte, glaube ich, hier rein. So. Wie gesagt, wir wollen hier ein bisschen die Dinge einsammeln. Und ich bräuchte eine neue Spitzhacke. Blöd. Ich hatte ja noch eine. So, da ist mal. Ja, eigentlich ist mir das viel zu nah. Eigentlich würde ich gerne noch zwei rein oder noch einen rein, mindestens. Dann können wir nämlich in Ruhe uns da abseilen oder absenken. So. Dann können wir jetzt nämlich darüber die Kohle einsammeln. Und hier ist gar nicht wenig Kohle. Ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So. Oh, dahinter ist auch noch Metall. Na komm. So, arg viel weiter runter möchte ich auch gerade gar nicht. Und dann würde ich quasi hier wieder sagen, okay, wir ziehen hier nach vorne. Einfach wäre hier, wie gesagt, die Lava. Ich versuche der nicht zu nahe zu kommen. Man ist so schnell hinüber. Das würde ich eigentlich gerne vermeiden wollen. So. Genau das meinte ich. Habt ihr es gesehen? Es geht so schnell. Aber in der Theorie. In der Theorie könnte ich jetzt hier noch einen nach oben. Oh. So, dann gehen wir mal kurz zurück, weil da gab es ja noch irgendwie so einen Steg darüber. Ah, okay, wir würden ein Stück zurückgehen und eigentlich können wir auch noch nach da oben gehen. So, was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich habe ja die Stickels. So. Dann würde ich den da mal gerne so machen und den so und den so und den so. Zack. Und dann würde ich hier mal sagen, Bam Bam. Genau. Können wir nämlich hier den machen. Und dann kommen wir da darüber. Alles klar. Oh,
da. Das hier ist natürlich auch interessant. Was ich hier aber eigentlich theoretisch machen könnte, wäre, ich meine, es gibt hier Lava, das ist ja alles gut und schön, aber wir könnten die Lava theoretisch trockenlegen. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich das nicht vielleicht sogar mache. Also wir können ja so Sachen sagen wie, also ich will sie nicht komplett verschwinden lassen. Ah. Okay, wir brauchen da auf jeden Fall einen Punkt, von dem aus wir das tun. Aber theoretisch könnte man ja hier sagen, bäm, genau. Hier könnte man so sagen. Und dann könnte ich so sagen, genau. Gut, dann muss ich hier vielleicht ein bisschen vernünftiger ans Eck. Und dann kann ich hier einfach die Lava abdrehen. Genau. Zack. Und dann haben wir hier ein paar Probleme weniger. Hier haben wir ja noch eine Axt. Genau, und dann können wir theoretisch einfach diese gesamte Lavaquelle. Was war das? Kupfer. Okay. Können wir theoretisch diese gesamte Lavaquelle einfach trockenlegen. Das könnte man hier theoretisch genauso machen. Wir können ja. Also ich möchte da jetzt nicht. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig. Aber im Endeffekt will ich ja genau das machen. Also im Endeffekt, ganz ehrlich, im Endeffekt mache ich ja genau das. Ich dämme jetzt hier die Lava ein. Ich dämme jetzt hier die Lava ein. So, indem ich da hinten sage, Bäm. Bäm. Und dann können wir das hier so machen. Bäm. Na, so wollte ich das nicht. So wollte ich das. Können wir dich eigentlich wieder wegmachen? So. Hier drüben ist halt die Frage. Ach so, ja, warte mal. Das können wir ja eigentlich so machen. Geht das? Nee, geht nicht. Okay. Ich bin ein bisschen arg vorsichtig gerade, einfach weil ich halt mich nicht unnötig umbringen möchte. Deswegen hadere ich gerade so ein bisschen. Aber im Prinzip könnte ich ja einfach hier hochbauen und darüber bauen und dann mal schauen. Also,
Warten wir mal im anderen Fall. So, wir machen das mal so. Oh, da ist ja Kohle. Ja, da gehe ich gleich hin. Also, in der Theorie würde das ja wie folgt gehen. In der Theorie könnte ich mich ja hier hinstellen, dann könnte ich ja hier so zurück. Dann könnte ich sowas machen. Dann könnte ich das hier so sagen. Und so sagen. Natürlich auch so. Und so und 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 so. Und so. Natürlich auch noch so. Dann kann ich hier sagen, du und du. Von mir aus auch noch du und du. So, und dann habe ich eigentlich immer noch genug Lava, aber der Fluss nach hier unten versiegt gerade. Kann ich hier noch sowas sagen? Okay. Dann kann man hier sagen, fluff, fluff und fluff. Ey. So. Gut, okay. Dann würde ich mal dahin gehen und dann würde ich mal hier sagen, zack, zack, und zack. Ja, so war es nicht geplant. So war es geplant. So. Dann können wir jetzt hier nämlich da drüben sagen, wir sperren, also wir machen hier ein 3x3-Feld. 1, 2, 3, das heißt, da ist okay. Aber hier nicht mehr. So, dann hätten wir hier ein Lavafeld, das uns quasi, also ein Laberfeld, das uns quasi immer die Möglichkeit bietet, Lava zu holen, wenn wir welche brauchen. Wobei wir die, so ein Lavafeld eigentlich ja eh schon haben. Aber halt noch nicht hier unten. Da bin ich auch gerade am Überlegen, ob ich das nicht vielleicht wirklich zumache. Also so zumindest. Einfach damit man auch nicht in die Verlegenheit kommen, da wirklich mal reinzufallen. So. Und zack. So, das hört hier auch auf. Genau. Dann haben wir da hinten quasi die Sackgasse. Und das können wir dann da eigentlich fast weitermachen. Ja, da würde ich mal kurz überlegen wollen. Eigentlich will ich da ja einen Weg rüberziehen. Dann würde ich das doch so machen. Also. So. 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 So, so,
Können wir auch noch zumachen. Können wir hier noch zumachen. Können wir hier noch zumachen. Und haben wir hier auch tot. Wunderbar. Okay. Da haben wir aber noch irgendwo so eine Quelle. Da hinten haben wir ja eh noch Quellen, aber da können wir ja theoretisch noch hinkommen, wenn wir uns genug Mühe geben. So, und jetzt habe ich auch keine Steine mehr. Aber wir haben hier zumindest schon mal das Problem gelöst. Nicht, dass es ein Problem wäre, aber wir haben das gelöst. Und dann müsste man hier eigentlich nur noch sagen, von der anderen Seite, so rum. So, zack. Und dann haben wir hier sogar theoretisch sieht eigentlich ganz geckig aus, also das würde ich fast lassen, so wie es gerade jetzt ist hier. Ich würde vielleicht das hier noch zumachen. So. Zack, zack, zack. Zack. Genau. So, dann haben wir hier quasi so einen kleinen Lavafluss. Auf der anderen Seite würde ich den vielleicht auch nochmal zumachen. Können wir eigentlich da sogar durch zumachen. Also durchgehen. Zack, zack. 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 Und dann können wir zu dir sagen, nehme ich mit. Das müsste ja Kohle gewesen sein, ne? So. Wie gesagt, dann haben wir hier jetzt eigentlich so einen kleinen Lavafluss. Dich und dich können wir eigentlich wegmachen. Hier hinten ist zu. Können wir hier eigentlich nach unten gehen? Da oben ist ja noch weitere Lava. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Vielleicht komme ich mal von hier oben noch mal runter. Ah, okay. Das war nämlich noch so das, wo ich ein bisschen am Überlegen war. Das heißt, da müsste ich das so machen. Dann hätte man da nämlich wieder einen Lavafluss, der auch wieder weg wäre. Okay. Dann können wir jetzt hier wieder schauen. Da würde ich vielleicht hier mal sagen, du kommst weg, du kommst weg und du kommst weg und du kommst weg. So, das können wir hier genauso machen. Machen wir vielleicht auch. 6. Ne, 5 war es. Ha. Zack. So.
Dann würde ich mal hier sagen, aha. Und dich auch. Gut, da bin ich gerade. Ich bin gerade ein bisschen.